Ja, schönen guten Tag und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Pressekonferenz vor unserem Bundesliga-Handspiel gegen Hertha BSC. Ich begrüße auch unsere Zuschauer bei netzwerk.bayern4.de, wo die PK wie immer live in voller Länge übertragen wird. Und ich begrüße Sascha Lewandowski. Sascha, du hast jetzt 5 Tage lang zusammen mit der Mannschaft gearbeitet, trainiert. In diesen 5 Tagen wirst du einen Eindruck bekommen haben. Kannst du uns diesen Eindruck mal schildern? Ja, die 5 Tage waren sehr intensiv. Wir haben die Zeit, finde ich, gut genutzt. Also das, was wir vorher uns vorgenommen haben, konnten wir eigentlich ganz gut abarbeiten. Die Truppe hatte das gut aufgenommen. Ja, nochmal, es war relativ viel, auch an taktischer Arbeit, auch an Detailarbeit. Also Dinge, die du normalerweise in der Endphase einer Saison nicht mehr unbedingt machen musst. Und trotzdem mussten wir es machen. Und das ist auch nicht immer einfach. Und aber die Truppe hat es richtig gut aufgenommen, richtig gut angenommen. Sehr gut, sehr intensiv mitgearbeitet. Und ich denke, dass wir die Tage schon ganz gut genutzt haben. Aber nochmal entscheidend ist, dass wir Sonntag schon ein bisschen was davon zumindest schon mal umsetzen können. Sie haben sicherlich, genau. Marco Wiefel, deine Frage. Sascha, inwiefern hat sich Ihre Arbeitsweise im Vergleich zu vor 2 Jahren, als Sie in ähnliche Situationen auf die Mannschaft gestoßen sind, verändert? Beobachten Sie mehr? Wie ist da die Arbeitsteilung jetzt in dieser Konstellation mit Peter Hüberle? Also ich bin Fan von Trainerteams, also wirklich auch von dem Teamgedanken, weil ich es einfach für sinnvoll halte, dass du immer mal wieder auch die Stärken des Einzelnen betonst. Also der eine ist vielleicht stärker in einer ruhigen, in einer sachlichen Arbeit, der andere dann stärker in einer etwas emotionaleren Art. Ich halte es auch für wichtig, dass ich als Cheftrainer auch die Möglichkeit habe, mich mal ein bisschen zurückzuziehen, auch mal in die Beobachterrolle reinzugehen. Und da haben wir bis jetzt viel gewechselt. Also bei den öffentlichen Einheiten, wo es weniger um taktische Dinge ging, am Montag und am Donnerstag habe ich sehr viel die Beobachterrolle eingenommen. Bei den Einheiten jetzt Dienstag, Mittwoch und auch heute, wo wir dann schon sehr viel taktisch gearbeitet haben, war ich sicherlich ein bisschen mehr dann irgendwo im Vordergrund. Aber so wechselst du dann halt viel und das finde ich gut. Also ab und zu mal Beobachterrolle tut einem ganz gut, aber dann will man natürlich auch wieder ran und die Dinge vermitteln mit allem, was dazugehört, die einem dann auch wichtig sind. Philipp Ahrens. Sascha, du hast ja gestern nach dem Training gesagt, das 4-3-3 ist für Sonntag wahrscheinlich unwahrscheinlich. Seid ihr in euren Planungen für Sonntag denn schon ein bisschen weiter jetzt, wie ihr es angehen werdet? Also wir haben Dienstag, Mittwoch ganz bewusst in andere Richtungen trainiert. Wir haben ja gesagt, wir wollen die taktische Flexibilität erhöhen. Und wenn es jetzt um Grundordnung geht, da haben wir natürlich schon mehr in Richtung 4-2-3-1, 4-4-2 dann auch trainiert und geschult. Denn das 4-3-3, das ist in Fleisch und Blut übergegangen. Ich denke, das ist dann weniger das Problem. Heute haben wir so ein bisschen geswitcht im Training. Wir müssen einfach sehen und uns entscheiden, für wie stabil halten wir die andere Spielweise jetzt schon. Ein gewisses Risiko ist immer dabei, wenn du in der Endphase der Saison nochmal einiges korrigierst. Mit einer anderen Grundordnung spielst du automatisch auch ganz andere Situationen. Jetzt müssen wir uns einfach entscheiden, was jetzt für Sonntag der richtige Weg ist. Aber ich glaube, in Sachen Flexibilität ein bisschen zu erhöhen, sind wir in der Woche zumindest schon mal einen kleinen Schritt weitergekommen. Und jetzt hoffen wir halt auch, dass wir es dann mit dem Stress eines Spiels auch schon relativ stabil rüberkriegen. Stefan Klöttermann. Sascha, als ihr vor 2 Jahren dieses 4-3-3, dieses neue System eingeführt habt, hieß es auch, das werdet für das vorhandene Personal passende System. Würdest du das heute nicht mehr so sehen? Damals zum Beispiel Stefan Reinerts, für den war ideal, die Rolle des einzigen Sechsers auch zu spielen. Der ist jetzt leider halt nicht mehr dabei, steht nicht mehr zur Verfügung. Also insofern hat sich schon ein bisschen was auch gewandelt. Und klar ist eben halt auch, dass wir zuletzt in diesem 4-3-3 teilweise ein bisschen gefangen wirkten. Und du musst neue Lösungen anbieten. Und ich glaube, andere Lösungen gehen mit dem vorhandenen Personal auch sehr gut. Frank Nägele. Das eine ist die Taktik, das andere sind die Personen, die sie ausfüllen. Sind auch da Änderungen zu erwarten gegenüber dem, was man jetzt in den letzten Wochen gesehen hat? Ja, also klar ist natürlich, dass wir nicht den Fehler machen dürfen, jetzt schon Optionen, die für uns noch wichtig sein können und sein werden in den 5 Wochen, jetzt von vornherein auszuschließen. Das heißt, wir haben auch ganz klar betont, wir starten eigentlich fast bei Null und wollen jetzt nicht voreingenommen an bestimmte Dinge rangehen, sondern wollen wirklich den Jungs auch
und auch wirklich jeden von Ihnen, egal ob er vorher jetzt mehr oder weniger in der Kritik stand, wirklich auch die Möglichkeit bieten zu zeigen, dass er es kapiert hat, ihm Hilfestellungen geben und dann aber auch was erwarten. Ich denke, das ist immer wichtig, dass du als Trainer viel gibst, viel Möglichkeiten trainierst, schulst und Spieler versuchst auch zu packen, auch in Gesprächen zu packen. Das können mal kurz, das können mal lange sein, aber dass du die Spieler packst. Aber dass du nicht nur gibst, dass du auch forderst. Und wir haben jetzt die Woche über viel gegeben und jetzt fordern wir auch und jetzt ist auch jeder gefordert. Aber nochmal klar ist von vornherein jetzt aufgrund der schlechten Ergebnisse über Monate jetzt einzelne Spieler da immer rauszupicken und dann zu sagen, okay, die sind jetzt die Hauptschuldigen und an denen liegt es im Grunde genommen nur, das werden wir nicht machen. Das darf man auch nicht machen. Wir müssen gucken, dass wir jedem die Möglichkeit geben, weil wir werden alle Spieler brauchen. Der eine oder andere ist ausgefallen. Es ist nicht so, dass wir jetzt ein wahnsinniges Reservoir haben. Also wir werden die Spieler brauchen. Nur wichtig ist, die Spieler sind natürlich jetzt auch direkt gefordert, Reaktion zu zeigen, weil 5 Wochen abwarten können wir auch nicht. Marco, wie viel? Ich habe eine Anschlussfrage. Okay. Zuletzt hieß es, dass Sidney Sam nicht fit ist. Wirkt er auf Sie so fit, dass er zu einer dieser Optionen wäre? Also Sidney ist gestern wieder komplett ins Mannschaftstraining eingestiegen. Er hat die Woche über auch schon viel gearbeitet im körperlichen Bereich, hat schon sehr viel gemacht. Und Donnerstag dann Mannschaftstraining. Und er hätte 2-mal mit der Mannschaft trainiert, hat beide Male gut trainiert, wie die komplette Mannschaft gut trainiert hat. Also insofern geht es mir da jetzt nicht um irgendwelche Personen. Und wenn er das morgen nochmal bestätigt im Training, dann gilt für ihn das Gleiche wie für alle anderen. Jetzt von vornherein plötzlich über Spieler zu urteilen, noch bevor wir mit denen gearbeitet haben, das werden wir nicht machen. Wir gucken, was jetzt passiert und nochmal, die Trainingseindrücke waren gut und wenn er das weiter bestätigt, dann hoffe ich, dass er uns auch nochmal helfen kann. Das ist auch klar die Erwartung. Jetzt Marco Wiefel. Nochmal eine Frage zu diesem Thematik Input-Output. Sie haben gesagt, Sie brauchen alle Spieler, keine Frage. Aber in der Kritik standen in den letzten Wochen vornehmlich die Spieler, die sehr routiniert sind und die schon sehr lange im Verein sind. Haben Sie da das Gefühl, dass die auch in der Kürze der Zeit das auch verstanden haben, dass sie sich mehr einbringen müssen oder vielleicht wieder mehr Führungsrolle übernehmen müssen? Klar ist, jeder muss sich einbringen. Jeder ist absolut gefordert. In seiner Rolle, in seiner Mentalität. Der eine kann es ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Aber jeder ist gefordert, an sein Leistungslimit zu gehen und der Mannschaft alles zu geben und vor allen Dingen auch am Sonntag alles rauszuknallen. Ganz klar, da ist jeder gefordert. Das würde ich nicht nur auf einzelne Spieler reduzieren. Torge Hedding. Inwiefern warst du da in dieser Woche auch als Psychologe gefragt? Bist du als Trainer sicherlich immer, ne? Das ist ja ein Bereich, der immer mit reinspielt. Und man überlegt natürlich schon, wer wird wie angesprochen. Aber nochmal, es war sicherlich viel unterstützend und viel Input gebend, ganz klar, aber auch viel fordernd. Lars Werner. Sascha, wenn es überhaupt so etwas wie einen kleinen Gewinner gab der letzten Wochen, war das der 17-jährige Julian Brandt. Wie wichtig ist vielleicht auch für euch jetzt in den letzten 5 Spielen diese Unbekümmertheit, mit der er auftritt? Ja, Julian macht es bis jetzt für einen 17-Jährigen richtig gut, richtig klasse. Er hat natürlich dann, das ist ja oft so, wenn es mal in der Mannschaft nicht läuft und überhaupt nicht läuft, dass dann Spieler vielleicht schon mal einen Tick schneller auch die Möglichkeit bekommen, als sehr junge Spieler reinzurücken. Das hätte ja wahrscheinlich noch ein bisschen länger gedauert, wenn es ähnlich gut gelaufen wäre wie in der Hinrunde, dann hätte er wahrscheinlich bis jetzt weniger gespielt. Das ist ganz normal. Das ist normal, der Lauf der Dinge. Er macht das gut, aber ja, nochmal, wir werden sicherlich uns jetzt nicht nur auf 2-3 Spieler konzentrieren und versuchen, die stark zu machen. Wir wollen eine starke Mannschaft, eine starke Einheit und dafür brauchen wir jeden. Keine weiteren Fragen mehr? Doch. Die Personalsorgen hast du ja gestern auch schon am Training nochmal diskutiert. Ist denn da heute noch irgendjemand dazugekommen, auf den ihr dann kurzfristig verzichten müsst? Oder ist möglicherweise noch jemand wieder zurückgekommen, auf den ihr zurückgreifen könnt? Nein, also alles ganz normal, so wie gestern besprochen. Das Training heute lief ohne Probleme. Und die Spieler, über die wir gestern gesprochen haben, für die ist dann normalerweise eigentlich auch Stand jetzt die Saison gelaufen. Also Stefan Reinhardt ohnehin aufgrund der OP. Staphylidis eigentlich auch, also nochmal mit Ausnahme eines kurzen Aufwärmprogramms, wo er dann abgebrochen hat, hat er auch nichts machen können. Die Rückenbeschwerden gibt es schon sehr lange, die sind sehr intensiv, die sind sehr stark.
Also das wird auch sehr unwahrscheinlich, dass er dann nochmal wiederkommt und genau das Gleiche halt bei Guardado. Also insofern plus Hegler, Cruz, also die Spieler werden uns sicherlich jetzt nicht mehr helfen können. Daniela Möllenborn. Vielleicht noch ein paar Worte zu Hertha, auf was für einen Gegner trefft ihr am Sonntag? Ja, eine starke Auswärtsmannschaft. Zu Hause sicherlich, das hat man auch zuletzt deutlich gesehen, immer mal wieder mit Problemen, wenn sie das Spiel auch mehr gestalten müssen. Aber natürlich gerade auswärts sehr unangenehm zu spielen. Ne? Also, wer beispielsweise auch in Dortmund gewinnt, das sind alle schon klare Ausrufezeichen. Ne? Und eine Truppe, die sehr kompakt versucht zu verteidigen, sehr mannorientiert dabei auch oft spielt, also versucht wirklich den Druck auf jeden Spieler sehr hoch zu halten. Und auch darauf haben wir uns eingestellt, versucht viele Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Das haben wir viel trainiert, ich hoffe, dass das greift. Und vorne dann natürlich, ja, gute individuelle Klasse. Ne? Die vier vorderen Spieler mit Benatira, mit Ramos, mit Ronny, mit Alagui sind alles welche, die viel Zug zum Tor haben, viele Überraschungsmomente haben. Und mit Ramos natürlich auch einen, der schon viel überstrahlt. Ne? Der wichtig ist als Wandspieler auch vorne, der Bälle gut sichert. Der schon sehr komplett und dabei auch sehr torgefährlich spielt. Also. Aber nochmal entscheidend, bei allem Respekt vor Hertha, entscheidend sind wir. Entscheidend ist, was wir machen. Und das haben wir der Mannschaft heute auch nochmal klar als Botschaft mitgegeben. Wir haben einiges über Hertha gezeigt. Wir haben sicherlich nochmal die Stärken betont, die Schwächen aufgezeigt. Aber klar ist, entscheidend ist, was wir machen als Team. Siegespflicht? Ja, wenn du immer nur über das, was du als Ergebnis leisten musst, sprichst, dann hast du ein Problem. Und ich glaube, das Problem versuchen wir jetzt zu bekämpfen und zu bearbeiten. Das Problem ist nämlich das Wie. Und wenn du jetzt aus der PK rausgehst, Dani, und es geht dir dann darum, du sagst immer nur, wie mache ich jetzt einen guten Bericht raus? Ich muss jetzt einen guten Bericht, entscheidend ist, wie mache ich es. So. Und genau um das Wie haben wir uns gekümmert und ich bin kein Fan davon. Natürlich wissen wir, dass wir auch Ergebnisse liefern wollen und müssen, das ist ja ganz klar. Aber entscheidend ist das Wie, wie ist der Weg dahin, was muss jeder einbringen und was sind Lösungen und was haben wir für Möglichkeiten. Und darauf konzentrieren wir uns und je mehr wir richtig machen, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir Erfolg haben werden. Das ist Fußball. Lass werden. Entschuldige, den können wir rausnehmen. Das ist Fußball. Entschuldige, ist mir so rausgerutscht. Sascha, ich glaube, ihr rechnet nicht mehr so richtig mit Platz 3. Der ist wahrscheinlich wohl weg. Es geht um Platz 4 vor allem. Wolfsburg ist ein Konkurrent, aber natürlich auch ein anderer Konkurrent. Das ist in unmittelbarer Nachbarschaft. Wie siehst du denn Gladbach aufgestellt für die nächsten fünf Spiele, auch in Konkurrenz zu euch? Ja, die anderen Mannschaften haben sicherlich den Vorteil, das müssen wir einfach so anerkennen, dass sie halt jetzt über die gesamte Saison ihre Spielstruktur erarbeitet und stabilisiert haben. Also Gladbach hat unter Favre die ganze Saison über so gespielt, das ist alles sehr stabil. Bei Wolfsburg genau das Gleiche und wir fangen jetzt im Prinzip im Schlussspurt nochmal an, Dinge zu verändern. Und das ist sicherlich für die Konkurrenten erstmal ein kleiner Vorteil, überhaupt gar keine Frage. Aber wir sind selbstbewusst genug und ehrgeizig genug, dass wir sagen, auch den kleinen Vorteil der Konkurrenz, den wollen wir wieder wettmachen. Und wollen trotzdem am Ende vor denen stehen. Wir wissen, dass das alles schwierig wird, aber der Herausforderung stellen wir uns und arbeiten entsprechend. Das war die letzte Frage, konstatiere ich. Dann darf ich Ihnen noch sagen, das Spiel gegen Hertha ist annähernd ausverkauft. Es gibt noch diverse Restkarten in allen Kategorien. Den größten Anteil machen dann die Gästekarten aus. Also, danke, wir sehen uns gegen Hertha am Sonntag. Tschüss.